Sex sells. Das gilt vor allem im Musikbusiness. Das Auge hört schließlich mit. Thema der Motto-Show am Samstag bei Deutschland sucht den Superstar war deshalb auch der sexiest Song. Klar, dass Annemarie Eifeld da mal wieder alles gegeben hat und im sexy Styling einen mega heißen Auftritt abgeliefert hat. Aber ab wann ist es zu viel des Guten? Wann beginnt zu viel Sex auf und neben der Bühne zu nerven? Sandra Goll mit der Antwort. Es lag wohl am Motto Sexy Songs, dass am Samstagabend jeder der DSDS-Kandidaten zeigen wollte, wie sexy sie oder er sein kann. Benny versucht sich an einer sexy Show. Vanessa versucht mit ihrem Fräulein-Style zu überzeugen. Annemarie wählt dagegen eher das sexy Outfit. Aber wie wichtig ist überhaupt Sexappeal in der Musikbranche? Nicht unwichtig, wenn ich das sagen würde, würde ich lügen. Also Sex zählt, wie man so schön sagt, und Sex ist ein wichtiger Faktor. Wer im Musikgeschäft erfolgreich sein will, der darf keine Hemmungen haben. So sieht das zumindest die 18-jährige Annemarie. Sexy auftreten und so gehört einfach dazu im Musikbusiness. Wir sehen es ja an so ein paar Beispielen, Pussycat Dolls, Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, um mal nur einige aufzuzählen. Wenn die irgendwie mit einer Bluse hingekommen wären damals zu ihrem Label, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, ja, tschüss. Ja, also es ist eben so, man muss eben ein bisschen schon auch was fürs Auge sein, wenn man gekauft werden möchte. Und diese Stars haben es vorgemacht. Sarah Connor. Britney Spears. Und Christina Aguilera. Ein Vorbild für Annemarie, auch für ihren Showauftritt. Aber war es auch so gekonnt? Relativ wenig Stimme. Also ich bleibe bei meiner Meinung, jede Tanzkapelle in Tötensen singt besser als du. Outfit hat mir persönlich mehr versprochen, als deine Show gehalten hat. Ich glaube, du machst mehr Show außerhalb dieser Bühne, als da, wo du sie machen solltest. Ich verstehe auch nicht. Ich verstehe auch eine Sache bei dir wirklich nicht. Und das ist die, ich habe mich letztes noch dafür stark gemacht, dass ich gesagt habe, das hat ja alles nichts zu suchen. Leute, bewertet die Stimme etc. pp. Und du bewegst auf gut Deutsch deinen Arsch permanent in die Zeitung und dann auch noch kokettierst mit den Streitigkeiten, die hier passieren. Das halte ich für einen Fehler, das halte ich auch für schlecht. Und das finde ich nicht gut. Und damit meint er ihre Fotos in der Bild-Zeitung am vergangenen Samstag. Dafür ließ Annemarie sich letzte Woche fotografieren. In einem Kölner Nachtclub. In gewagten Posen und gewagten Klamotten. Und mit einem provokanten Spruch. Everybody's Arschloch? Ja, das habe ich mir ja nicht aus dem selbigen gezogen, sage ich jetzt. Das hat er ja mir in den Mund gelegt. Und ich mache halt aus diesem gemeinen Spruch das Beste, indem ich ein bisschen, naja, ich ziehe das eben ein bisschen ins Lustige, sage ich mal. Aber es ist auch eine Reaktion auf den Streit, den sie in der letzten Show zwischen den Juroren ausgelöst hat. Also, es gibt hier so eine Anti-Lobby aufgrund dieser ganzen wirklich ja, aber die dummen Hinterkulissen-Geschichten. Ja, aber wenn man das Everybody's Arschloch macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute buhen. Ja, das war bei mir früher auch so. Jemand das ist so. Annemarie polarisiert. Und ob das wirklich der Weg ist, um bei DSDS Erfolg zu haben, bezweifelt Jurorin Nina Eichinger. Also was ich an der Annemarie gut finde, muss ich wirklich sagen, ist, dass sie jemand ist, der wirklich hart arbeitet. Und das hat sie echt begriffen. Also die stellt sich da rein, die sucht ihre Outfits aus, die ist, wenn die verschnupft ist, sonst was, die stellt sich dahin, die macht's. Und das ist was, was ich wirklich toll finde und auch gut finde. Und dass sie da so ehrgeizig ist und sich da reinhängt, das ist was, was ich löblich finde. Und das würde man sich, glaube ich, von allen wünschen. Ich glaube, das braucht man auch in dem Geschäft. Ob jetzt die Fotos in der Bild auch noch da mit reinspielen und ob man sowas machen muss oder sollte oder so, würde ich jetzt mal bezweifeln, würde ich jetzt nicht so sehen.
Aber nicht nur die Fotos, sondern ihre ganze Performance, ihr Spiel mit ihrem Sexappeal auf der Bühne, muss sie dosiert einsetzen. Das sagt zumindest Dirk Heidemann, der jede Woche mit den Kandidaten auf engstem Raum zusammen ist und ihre Choreografie übt. Die Annemarie ist eine Person, die natürlich vordergründig erotisch ist. Sie weiß also auch, dass sich das ganz gut bei ihr verkauft. Sie ist attraktiv, sie hat eine Figur, die entsprechend auch das Ganze widerspiegelt. Und sie hat ja auch, sagen wir mal, ein Bedürfnis danach, sich so zu bewegen. Ja, was nicht heißt, dass das nun schlecht zu bewerten ist. Sie ist eben anders, Gegenteil von einem Dominik vielleicht, männlich, oder auch Gegenteil von einer Sarah. Wobei man bei ihr aufpassen muss, dass es dann immer noch im exklusiven Bereich bleibt oder immer noch nicht in die preiswerte Richtung abgleitet. Da muss man aufpassen. Sie ist als Person ganz sicher nicht preiswert. Ich sag mal, momentan entwickelt sie sich so ein bisschen, das ist gar nicht böse gemeint, weil es eigentlich weit unter dem ist, was sie eigentlich darstellen könnte. Aber sie entwickelt sich ein bisschen zur Julia Siegel der von DSDS. Und das halte ich für gefährlich. Also gerade jetzt perspektivisch gesehen als zukünftiger Manager der Kandidaten und speziell des Gewinners, ich würde mir so ein Image nicht wünschen wollen, weil es schwer ist, es wieder abzubauen. Und momentan, glaube ich, kriegt sie natürlich sehr viel Anrufe, weil sie natürlich auch Zündstoff bietet. Aber sie sollte aufpassen, dass es nicht nur darauf reduziert wird. Seit Samstag sind nur noch 6 Kandidaten im Rennen. Und die befürchten jetzt, hinter Annemaries Sexappeal vollkommen zu verblassen. Klar stellt die Annemarie jetzt die Mädels in der Schatten, weil die Annemarie zeigt sich freizügiger und die 2 anderen Mädels, die wollen ja nicht so viel Haut zeigen. Deswegen denke ich schon, dass die Annemarie ein bisschen rausstecht. Aber Annemarie ist blond, Annemarie ist sexy, Annemarie macht geile Shows auf die Bühnen und sie sagt ja selber, sie zeigt gern, was sie hat. Das ist ja echt, ja. Also die, wo am meisten in der Zeitung ist und im Fernsehen kommt, das ist gar keine Frage. Sie wird halt am meisten gezeigt von allen. Ich weiß es nicht, ob es hier Vorteile bringt. Der eine sagt sexy, der andere sagt billig. Mich fragen viele auf der Straße immer, ja, Benni, Annemarie, und du bist, ach, Daniel, genau, ja. Naja. Jeder Mensch ist ja auf eine andere Art sexy, ne? Ich muss mich nicht immer gleich aussehen oder so, oder ganz nackig da oben verstehen, dass ich dann sexy wirke. Man kann ja auch anders sexy wirken. Und ich würde mal sagen, wenn man mehr anhat, da kann man sich mehr vorstellen, als wenn man schon gleich ganz ausgezogen ist. Und wenn man so wie Dominik nicht der geborene Latin-Lover ist, muss man sich das eben hart erarbeiten. Und das ist oft für den Choreografen bei DSDS ein schwieriger Job. Er zeigt den Kandidaten, wie man sexy performt. Und dabei stößt so mancher an seine Grenzen. Vor allen Dingen bei Dominik will das mit dem sexy Hüftschwung einfach nicht klappen. Also ich denke mal, wenn das Motto so sexy Songs heißt, es sollte man auch irgendwie sexy aussehen und sich sexy bewegen. Das passt zwar nicht wirklich zu mir, finde ich. Also bisher habe ich ja nur gesungen und ein wenig geschaut und ein wenig geguckt und ein wenig gestanden. Und jetzt muss man sich halt mal bewegen und das ist halt das Schwere an dem Motto, finde ich. Jeder hat von Natur aus eigentlich einen Sexappeal. Die Frage ist nur, ob man entspannt genug ist, den rüberzubekommen. Das heißt, cool heißt sexy. Ja, also wenn ich entspannt bin, dann bringe ich auch das rüber, was in meiner Persönlichkeit drin ist. Und dann wirkt das auch meistens sexy. Aber wenn man jetzt natürlich einen Dance-Titel hat und er ist von seinem Typ her mehr ein ruhiger Junge, netter, ruhiger, badischer Junge, dann ist es natürlich eine andere Sache. Und da fühlt er sich noch nicht so wohl. Bei der Show liegt Dominik dann mit seinem Styling und seiner Performance völlig neben dem Motto. Das stößt der Jury auf. Langweilig, langweilig, langweilig. Der Song war der allerletzte Lutscher, ja? A, kennt den keiner, den Song? Kennt kein Schwein? Und das Zweite ist, die Nummer ist Käse. So geht das nicht weiter, so wird man kein Superstar. Nicht nur Dominik, auch Sarah hält sich mit ihrem Sexappeal zurück. Also ich finde auch, also ein bisschen Sexappeal und interessant sein muss eine Frau. Also Sexappeal muss sie haben und sie muss auch etwas interessant sein. Damit habe ich auch gar kein Problem. Nur ich wäre halt nicht, ich würde mich halt nicht irgendwie ausziehen oder mehr Haut zeigen oder jetzt unbedingt damit, was ich was auf der Bühne machen. Niemals, nein. Und damit hatte sie Erfolg. Allein mit ihrer Stimme hat sie die Jury einstimmig überzeugt. Ich kann nur sagen, Deutschland weht euch die beschissenen Finger wund, dass die Frau bis ins Finale kommt. Für mich bist du heute wirklich schon ein Star. Ach Gott, Nina. Sie kann singen!
Und sogar Holger erntete für seine Bemühungen von der Jury nur Lob. Aber ob nun der Gesang oder ein sexy Auftritt mehr im Vordergrund steht, letztendlich entscheiden die Zuschauer, wer weiterkommt. Und am nächsten Samstag dabei sein darf Benny! Holger muss gehen, zumindest nach außen nimmt er es recht gelassen. Ja, das soll ich deswegen jetzt heulen? Ich meine, ich meine, das sage ich ganz offen, also... Deswegen, ich meine, das ist einfach so, das kann jedem passieren. Und vielleicht war ich zu wenig sexy, kann sein. Aber ich meine, ist jetzt egal, also. Zu wenig oder zu viel Sexappeal, fest steht, Annemarie ist weiter. Für sie haben genügend Zuschauer angerufen. Ist Sex also ein Garant für Erfolg? Sollte sie auf diesem Weg weitermachen? Also ich würde Annemarie als Tipp mit auf den Weg geben, jetzt langsam die Bremse zu ziehen. Wobei ich verstehen kann, dass sie am Anfang getan hat und das fand ich auch gar nicht verkehrt. Aber jetzt jede Woche, wie gesagt, irgend oben ohne Sexfoto zu haben und mit diesem Schlagabtausch mit Dieter zu spielen, ich glaube, das lenkt ab. Wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, eine bestimmte Tour zu fahren, dann würde ich mir nicht Sex-Sales aussuchen, definitiv nicht. Aber es hat ja jetzt funktioniert. Es ist eben wie immer im Leben, auf die richtige Dosis kommt es an. Nächsten Samstag haben die Kandidaten wieder die Chance, sich zu beweisen und können sich dann von einer ganz anderen Seite zeigen.